Servus, Griesti und herzlich willkommen zu meinem neuesten Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Heute ist Videoaufnahme-Session im Wald mit meinem E-Bike. Sorry, wenn ich ein bisschen fertig ausschaue, ich bin gestern alt geworden, ich hatte gestern meinen 40er. Mein bester Freund ist vorbeigekommen, überraschenderweise, trotz Corona und Lockdown, haben wir eine Online-Escape-Room-Session gehabt mit guten Freunden. Dazu ein paar Fläschchen Hopfenschorle getrunken, aber heute früh ist trotzdem Aufnahmesession mit meinem E-Bike im Wald. Los geht's nach dem Intro. Sonderlich sauber, weil ich ja viel unterwegs bin im Wald. Genau, aufnehmen tue ich mit der DJI Osmo Action. Also zumindest dann die Timelapse. Das andere ist mit dem iPhone gemacht, iPhone 12 Pro. Und das Bike, was ich euch nochmal zeigen möchte, das habe ich im anderen Video auch schon gezeigt, ist das Cube. Reaction SLT. So, kurz Luft holen, kurzer Halt, genau, also ich gebe immer gerne Gas, deswegen fahre ich eigentlich immer auf, warte mal, nur so umhalten, auf Sportmodus, Turbo, und vielleicht interessiert es den einen oder anderen, die Reichweite bei diesem großen 165er Akku ist bei Sport zwischen 60 und 80 Kilometer. Genau, also es reicht nicht für eine große Tour, da muss man irgendwie so runterschalten auf Tour oder auf Eco oder so, aber um durch den Wald zu heizen und Gas zu geben und Spaß zu haben, ist der Sportmodus echt geil. Und jetzt zeige ich euch mal kurz die Beschleunigung von 0 auf 100, wollte ich schon sagen, von 0 auf 25. Und das geht echt rasend schnell. Sandigen Bosch Neon, dieses Multifunktionsteil, Computer, Bordcomputer, Taro und Navi. Man kann Adressen hinterlegen, ich habe meine Arbeitsadresse hinterlegt, ich habe meine Zuhauseadresse hinterlegt, der geht auf Zuhause und dann auf Starten. Wie du siehst, sind wir in der Nähe von der Straße oder von irgendwelchen Masten. Dann navigiert das Gerät relativ schnell. Wenn ich mitten im Wald stehe, habe ich auch schon im letzten Video berichtet, kann ich Empfangsprobleme bekommen. Also kann es sein, dass es nichts findet oder dass es mich irgendwie komplett falsch leitet. Genau, in dem Fall haben wir jetzt noch 2,4 Kilometer vor uns und müssten da vorne rechts abbiegen. Das schauen wir jetzt einfach mal, ob das so stimmt.
So, also das Navi hätte einwandfrei funktioniert, hätte mich einwandfrei nach Hause geführt, hat super geklappt. Wenn GPS-Empfang gut ist, dann klappt es auch einwandfrei. Ich habe unterwegs abgebrochen, ich wollte einen anderen Weg fahren, deswegen, genau, habe ich die Navigation nicht zu Ende gemacht. Kurz zu mir und diesem Fahrrad. Also ich habe mir das ist im anderen Video auch schon erzählt, ich habe mir dieses Fahrrad im Herbst gekauft, späten Herbst. War eigentlich schon fast Winter, Dezember war es glaube ich sogar schon. Stimmt. Und zwar, weil ich ein Fitnesslevel habe, was relativ gering ist und auch etwas übergewichtig bin und nicht so gern Sport mache. Ich habe die letzten Jahre immer wieder mal probiert, im Fitnessstudio mich anzumelden oder habe mich angemeldet, war dann ein paar Wochen engagiert und habe es dann wieder schleifen lassen und dann 2 Jahre Fitnesskurs umsonst bezahlt und habe mir deswegen gedacht, letztens Frühjahr, also hierher gezogen, in die Natur, nach Horgau. Und da gönne ich mir ein E-Bike und habe mir dann ein E-Bike gekauft, mit dem ich extrem viel Spaß habe. Also ich habe jetzt auch schon seit Dezember, wo Winter war, dazwischen ein paar hundert Kilometer gefahren und habe echt Spaß damit. Ich fahre jetzt keine langen Touren, ich gebe einfach nur so zwischendrin mal Gas und fahre einfach mal ein paar Meter mit dem Hund oder so. Und dafür ist es auf jeden Fall toll. Klar würde man mehr Kalorien verbrennen, wenn man normales Fahrrad fährt, aber das fahre ich ungern, deswegen dieses E-Bike. Vielleicht geht es dir ja genauso, dass du wenig Sport machst und vielleicht taugt dir dann irgendwie ein E-Bike. Schreib das gerne in die Kommentare unten, wie es dir da geht, ob du auch ja, eher eine Couch-Potato bist oder ob du erfahrener Sportler bist. Was ist deine Erfahrung mit E-Bikes? Klar, ich glaube, von vielen Mountainbikern werden E-Bike-Fahrer ein bisschen belächelt, aber ich finde, E-Bikes haben auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung und ich finde sie mega geil. Ich würde mir das Bike auf jeden Fall wieder kaufen und verlinkt es auch unten und auch die DJI Osmo Action, mit der ich dieses 4K-Video aufgenommen habe, die Rundtour. Verlinke ich auch unten. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn dir das Video gefallen hat und du ein Like da lässt und auch meinen Kanal abonnierst. Also, bis demnächst. Servus.